Hallo zusammen. Der Tag begann zunächst wie alle anderen. Doch plötzlich hatte ein Lehrer auf den Philippinen eine kleine Schachtel vor sich stehen. Zuerst zögerte er, sie zu öffnen. Cesar Punzalan ist ein Lehrer. An einer Schule in der Stadt San Pedro auf den Philippinen unterrichtet der 50-Jährige verschiedene wissenschaftliche Fächer. Um zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen, muss der Familienvater jeden Tag rund 6 Kilometer zu Fuß gehen. Als er an diesem Morgen das Klassenzimmer betritt, bemerkt er nichts Ungewöhnliches. Cesar tritt wie immer routiniert und freundlich an seinen Lehrerpult. Erst dann sieht der Mann, dass eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Kurze Zeit später überreicht ihm ein Schüler einen kleinen Karton mit einer Schleife. Sie haben so viel für uns getan, seitdem Sie unser Lehrer sind. Wir wollten Ihnen Danke sagen, bevor wir die Schule abschließen. Schon hier ist Cesar sprachlos. Ich lehre nicht, um etwas zurückzubekommen, sagt er verdutzt. Verlegen und andächtig hält er die Schachtel in den Händen. Obwohl ihm der Schüler eine Schere anbietet, zieht Punzalan nur sachte an den Schleifen. Immer wieder schaut er fragend zu seinen Schülern und die Kamera. Als er sich doch entscheidet, die Verpackung aufzuschneiden, johlen die Schüler vor Freude. Nur langsam schaut der Mann hinein und die Überraschung ist groß. Cesar schaut auf ein paar nagelneue Lederschuhe. Doch nicht nur das. Die Packung trägt die Aufschrift Nobleman, was zu Deutsch feiner Mann oder Nebennobelmann heißt. Eine Anspielung auf das besonders gütige und weise Wesen des Lehrers. Die koreanische Firma Nobleman stellt in Asien sehr bekannte, hochwertige und teure Männerschuhe her. Seinen aufmerksamen Schülern war längst aufgefallen, dass ihr Lehrer seit Jahren die gleichen abgesetzten Schuhe trägt. Sie wissen, dass er als Lehrer auf den Philippinen nur ein kleines Gehalt bekommt. Eines von Cesars Kindern ist immer wieder krank. Der Mann muss mit seinem wenigen Geld extrem haushalten. Beim Anblick der teuren Schuhe kullern dem Lehrer die ersten Tränen aus den Augen. Sichtlich emotional gerührt muss er die Packung wieder schließen und sich um Fassung bemühen. Eine Schülerin postete später: Nachdem ich die Kamera ausgeschaltet habe, erlaubte er sich zu weinen. Viele von uns haben mit ihm geweint. Wir mögen ihn sehr. Es gibt so viele schreckliche Nachrichten auf dieser Welt, doch dann gibt es auch Momente wie diesen. Die Mutter einer Schülerin veröffentlichte das Video noch am selben Tag auf ihrem Facebook-Profil. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Lehrer aus San Pedro nicht nur neue Schuhe, sondern auch noch 36.000 Likes. Und das war erst der Anfang. Die liebevolle Geste und die emotionale Reaktion des Mannes, der keinen Dank wollte, begeisterte inzwischen weltweit Millionen von Menschen. Cesars Schüler posteten viele weitere Danksagungen. Kein Lehrer hat uns so unterstützt wie er. Er wollte die Schuhe gar nicht annehmen, doch wir bestanden darauf. Wir waren alle sehr ergriffen und gerührt an diesem Tag. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.